Das ist die Ecke von der Fläche, die dem grünen Daumen zugeordnet ist. Okay. Und diagonal gegenüber, da wo diese weißen IBC-Container stehen, wo wir letztes Jahr unsere Wasserversorgung damit gemacht haben, das ist sozusagen das andere Ende. Hallo. Servus. Ja, die ganze Fläche. Wir werden hier hinten ein paar Meter noch freilassen als Brache, die wir auch nutzen für Händel und für Schafe im Laufe des Jahres. Und danach beginnen einmal Gemeinschaftsflächen, wo solidarische Landwirtschaft stattfindet. Das heißt Landwirtschaft, wo die Ernte dann geteilt wird und alle miteinander halt darauf arbeiten, nach ihrem besten Vermögen. So wie in der Foodcoop eigentlich, jeder so gut wie er kann. Dann gibt es ein Stück mit Individualparzellen, das ist so ähnlich wie ein Selbsterntegarten. Da hat jeder so 75 Quadratmeter und kann mit ein paar Einschränkungen, dass halt biologische Landwirtschaft sein soll, sein eigenes Gemüse und seine eigenen Erdäpfel anbauen. Entstanden ist die ganze Geschichte aus 2011 im Winter, aus der Überlegung, dass wir eigentlich total unzufrieden waren mit dem, was uns in den Supermärkten so ein Lebensmittel verkauft wird. Und dann haben wir uns eingelesen, sind drauf gekommen, dass da, wo Bio draufsteht, auch nicht das drin ist, was wir eigentlich haben wollen. Und mein Sohn, der Felix, der auch da irgendwo am Feld ist, den ich heute noch kennenlernen werde, hat dann gesagt, ja, da müssen wir eigentlich selber was machen. Schauen wir mal. Dann haben wir den Grünen Daumen gegründet. Mit Jänner 2012 und haben begonnen auf wirklich Urban Gardening, also im Sinne von nicht Urban Farming. Das ist ein Unterschied, das ist Farming, weil das ist eine richtige landwirtschaftliche Fläche. Und wir haben angefangen am Fensterbrett und mit Hochbeeten und auf öffentlichen Flächen mit Hochbeeten. Und so haben wir uns immer mehr ausbreitet in der Stadt, bis wir drauf gekommen sind, Selbstversorgung geht damit nicht. Keine Chance. Also du brauchst für einen Menschen, der wirklich hundertprozentig selbst versorgt sein will, ungefähr 150 Quadratmeter. Wenn du auch Kohlehydrate magst, also Erdäpfel zum Beispiel bei uns. Deswegen haben wir auch diese Halb-Selbstversorger-Individualparzellen da jetzt, diese 75 Quadratmeter. Am ersten Blick schaut das eh viel aus und wenn man dann merkt, es geht, es funktioniert, dann kann man immer mehr machen, dann nimmt man irgendwann zwei Parzellen und hat es tatsächlich geschafft. Haben wir es richtig gemacht. Soweit sind wir alle miteinander noch lange nicht. Ja, der Weg auf diese Fläche war dann auch ein mühsamer. Wir haben mehrere Projekte im Grünen Daumen, wie die Begrünung von einer ganzen Parkgarage im 6. Bezirk, gemeinsam mit der Stadt Wien, die das finanzieren und wir machen das Projektmanagement. Zufälligerweise wohne ich genau daneben. Also gibt es ein vitales Interesse, dass ich da mitmache. Das macht der Grüne Daumen und wie wir gesehen haben, dass es dort ein bisschen kompliziert wird und wir dann noch lange keine Flächen kriegen, wo wir was Vernünftiges machen können, sind wir dann im Herbst 2013 losgestartet und haben in Wien eine landwirtschaftliche Fläche gesucht. Und weil wir gute Erfahrungen gehabt haben schon mit dem Stadtgartenamt, die für die Parks zuständig sind, wo wir Hochbeete in Parks aufstellen haben dürfen und die sehr bürgernahe agiert haben eigentlich, haben wir gesagt, ne, es gibt ja ein Magistrat für landwirtschaftliche Flächen auch, jetzt rufen wir mal dort an. Ja, und am 28. Jänner 2014 ist uns gesagt worden, ja klar, haben wir ja eine Fläche für euch, kein Problem. Und wo war die Fläche? Naja, da in der Lobau. Ja, aber wo genau? Naja, so da beim Müllwasser. Aber wir rufen uns einfach zusammen und dann machen uns einen Termin aus. Ja, der hat nicht so schnell stattgefunden und ich bin dann selber losgestapft und bin... Ich weiß nicht, wer es da so gut kennt, aber das Müllwasser geht ja da noch vor, macht eine riesen Ohrwaschel und kommt eigentlich als Schillerwasser wieder zurück. Mhm. Und das ganze Ohrwaschel drüben bin ich abgegangen, zuerst einmal auf der anderen Seite vom Biberhaufenweg, habe mir alles angeschaut, da gibt es viele Flächen, die gut geeignet wären für sowas. Und irgendwann einmal am 6. oder 7. Tag bin ich die Sinnig-Tour da hinten, Kaisermühlenstraße und dann das ganze Müllwasser da entlang gegangen und bin da reingestochen. Und da hat es überall so ausgeschaut wie da. Die ganze Fläche bis dort, wo der erste IBC-Container steht. Und ich habe gesagt, das ist es, das muss es sein. Das kann nichts nicht woanders sein, was der meint. Und der Ort hat zu mir gesagt, dass es ist. Und dann bin ich einfach da durchgegangen, so wie wir jetzt dann gleich durchgehen werden durch die Gstätten.
und bin in der Mitte von der Fläche auf ein total bewachsenes Stück gestoßen. Das ist eine andere Initiative, das sind die Permablü-Gärtner von der Eva Wisownik, die schon seit 16 Jahren da ihre Sachen machen. Und dahinter ist eine Fläche, wo die Lobauerinnen sind. Und dann habe ich die Eva kennengelernt und dann habe ich den Nikolai Ritter angerufen und bin zu ihrem Heim und der war ganz überrascht, dass da jetzt einer kommt und da einen Bachvertrag machen will hinten. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt und dann ist was weitergegangen. Die Flächen geben hier in der Größe und nochmal so viel am anderen Ende von dem Feld. Und dazwischen, wo man zum Beispiel den Norbert sieht mit einem orangen Pullover, das sind Individualparzellen. Und da gibt es halt Leute, die 1, 2, 3, 4, die Rena zum Beispiel hat 4 verschiedene, da an der Ecke Individualparzellen haben die, und dort ihr Gemüse nach eigenem Gutdünken dann anbauen. Manchmal zum Beispiel Sachen anbauen, die wir da nicht vorgesehen haben, wie die Lichtwurzel, an die habe ich mich erinnert. Alle miteinander, bitte? Das sind jetzt halt diese 75. Genau, das sind die 75er, die einzelnen. Und die sind frei bepflanzbar. Ja, mit ein paar Einschränkungen, also es muss eine biologische Geschichte sein. Das darf kein wieder machen würden. Aber also es gibt ein paar so kleine Einschränkungen, wo wir gerne darauf bestehen. Aber wir sind auch ein soziokratisch organisierter Verein. Das heißt, das kann jederzeit die Gemeinschaft beschließen, ist uns zu kompliziert, das machen wir nicht. Dann wird es halt kein Biozertifikat geben. Okay. Darf sich einen Regenschutz oder irgendwas aufstellen? Oder ja, das ist die nächste Geschichte. Gehen wir vielleicht da in die Mitte, wo wir so eine Art Dorfzentrum geplant haben. Ausgerupft die 12 Quadratmeter. Da haben wir beantragt, dass wir unseren eigenen Geräteschuppen machen dürfen. Demnächst wollen wir daher den Strom haben. Und da, wo das drinnen steckt, werden wir demnächst einmal unseren Brunnen schlagen. Innerhalb der nächsten paar Wochen. Ich war schon offen, das Ganze ist jetzt offen zugänglich. Es wird einen Zaun geben. Nicht damit wir die Menschen fernhalten, wir wollen die Menschen eh herinnen haben. Wir werden die Rehe fernhalten, die haben das letzte Jahr alle Bohnen gefressen. Das hat ihnen total gut geschmeckt. Und wie die Bohnen aus waren, haben sie sogar die Kürbisse angefressen und dann haben wir gedacht, warum nicht? Okay, nächstes Jahr machen wir doch einen Zaun. Okay, gut. Also das heißt, der kommt. Es wird einen Zaun geben, es gibt aber Auflagen natürlich. Das Ganze ist Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet und zwar noch nicht festgelegt, aber rechtlich so zu behandeln wie ein Landschaftsschutzgebiet. Wird möglicherweise heuer tatsächlich so gewidmet, ist derzeit, gehört es aber auch schon zum Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel Wien. Und damit darf man nicht einfach irgendwas machen, sondern muss alles beantragen eigentlich. Mhm. Das ist nochmal die Hälfte der Arbeit. Ja, alles klar. Bis daher und 6 Meter breit. Ja, okay. Nur, dass man es vorstellen kann auch. Okay, passt. Und ihr könnt es in Norbert fragen, wie es ihm geht damit beim Herrichten. Also. Einerseits weiter, als ich gedacht habe. Ja. Aber das mache ich. Du hast gestern angefangen, gell? Gestern habe ich angefangen. Ja, also. Es geht. Also kann man das maschinell auch machen? Ne? Könnte man machen. Wir haben bisher nichts da maschinell gemacht. Wir haben alles mit der Hand gemacht, mit einer Ausnahme. Die Pumpen von der Eva ist natürlich eine Elektropumpen. Die haben wir mitverwendet, damit wir Wasser da herkriegen. Alles andere haben wir mit der Hand gemacht. Am Ende von, also zwischen den Individual- und den Gemeinflächen da hinten, dann wird es eine Fläche geben, wo wir probieren wollen, heuer Pilzzucht zu machen. Ich habe es im Herbst gemacht am Fensterbrettl, es hat gut funktioniert und jetzt traue ich mir das einmal im größeren Stil abprobieren. Mhm. Jo, und sonst gibt es noch eine Spezialform des Kompostes, das ist aus der Permakultur, der was der Michael gemacht hat. Das ist so eine Mauer, die hat zwei Zwecke, also drei eigentlich, nämlich es schützt vor Nordwind, da haben wir ziemlich einen kalten Nordwind. Die Eva von dem Permablü-Gärtnern hat mir erzählt, die ist schon ziemlich zugewachsen, aber wenn der Nordwind bläst, dann hat sie gemessen 3 Grad auf der Nordseite von ihrer Fläche weniger als auf der Südseite. Mhm. Also da geht schon was. Das hält also den Nordwind gut vom Feld ab und sammelt die Sonne. Es ist jetzt noch recht dunkel, es wird viel heller, wenn das ganze Heu, das da drinnen ist, also das Gras, das drinnen ist,
heller wird, dann reflektiert die Sonne zurück. Und alles, was warme Füße haben will, wie Paradeiser und Chili und Paprika und so Zeug, ist am besten dann, wenn man an dem dran baut, da gedeiht es viel besser. Dinge, die gern gesehen werden, ist der Eingang und ist der Eingang da vorne, genauso weit weg. Die Eingänge, die regelmäßig genutzt werden, sind da Stichwege von der Seite und wir haben das jetzt in der letzten Fassung vom Pachtvertrag formuliert, dass wir die gerne hätten und wir würden die auch pflegen und mit Gartentüren versehen und Projektbeschreibungen und dass das alles ein Gesicht hat und nicht, weil im Moment hat der Oberförster das Gefühl, das sind nur Trampelpfade und das ist schlecht für seinen Forst. Und wenn wir ihm das Gefühl geben, wir kümmern uns drum, dann haben wir eine gute Chance, dass wir da vernünftige Eingänge erkriegen von der Seite, dass man nicht jedes Mal 500 Meter gehen muss daher. Von der Seite nicht? Von der Seite hatten wir es auch, da ist im Herbst dann alles zugemacht worden, aber ich warte nur, bis die Nachbarn wieder alles aufmachen. Also das ist jetzt ja alles Gleiche. Die Stelle nutzen dafür, lass den Nachbarn so ein Fußbrat von deiner. Also so genau ist es nicht mit den Ecken. Das ist, wie man miteinander auskommt. Das macht man sich nicht aus. 6 Meter hast du zur Verfügung. Mhm. Und da sind 12,5 Meter, wobei der untere halbe Meter, den haben wir uns aus. Individualflächennutzerinnen frei. Wir tun es nicht weg. Im Sommer weiß man dann warum, weil das ist auch ein Schatten. Landwirtschaft verwendet man nur Saatgut von Achinoa und Reinsaat. Das sind auch diese Samenvermehre für alte Sorten. Das ist uns sehr wichtig. Und dieses Baumpatenprojekt werden wir auch versuchen medienwirksam aufzubauen, dass wir ein paar Prominente finden, die ersten 12 Bäume da sozusagen als Paten nehmen. Dann geht es schneller, bis wir bei den 240 sind. Es war da noch nie was gemacht worden, aber da waren viele 100 Kilo Zucchini und Kürbisse auf dieser kleinen. Also ich habe es bis jetzt nicht aufessen können. Wir haben noch immer Butternusskürbisse, die da gewachsen sind, die wunderbar schmecken und die bei Raumtemperatur einfach bei uns in der Kugel stehen. Und da können wir wahrscheinlich noch bis die nächsten da sind essen. Der hat sich richtig gemausert, also den haben wir ganz wenig zurückgeschnitten nur und haben ihm da unten ein bisschen Luft lassen, das war alles zugewachsen. Und der hat uns schon gute Dienste geleistet, wenn da die Bladeln heraus sind, hat man da auch einen Schatten. Das war letztes Jahr unsere Rettung. Mhm. Ja, ist klar. Ein Fundament zu machen, das heißt, wir werden das so machen, dass wir einen Boden machen aus diesen alten Ziegeln, aus den Backsteinen, die wir haben. Und da drauf dann die Holzkonstruktion machen. Wir werden auch Mistbeete jetzt anlegen und sagen wir so, alles was Bauten sind. Und unter Bauten versteht man etwas, wo ein Mensch drinnen sein kann, ist einmal genehmigungspflichtig auf jeden Fall. Aber jetzt kennen wir schon alle, also das bringen wir schon zusammen. Außerdem haben wir einen befreundeten Architekten, weil beim Einreichen muss man ja einen Architekten unterschreiben lassen. Der macht uns das kostenlos. Der Letzte hat gesagt, ich mache einen Freundschaftspreis für die Hütten da hinten. Das ist ein Materialwert von ungefähr 300 Euro. Er hätte dafür nur 3000 Euro verlangt für die Unterschrift. Denken, die können das nicht einfach auf einmal zahlen, die 180 Euro. Die zahlen halt dann 15 im Monat. Und ja, entweder scannen, wenn man sowas hat, oder einfach fotografieren und schicken.